Und bereut hast du es aber nie, dass du so jung bist. Zwischendurch schauen wir ja, hin und wieder ja. Katie, wir haben dann nicht einmal was gemacht. Ich vergiss das irgendwie immer bei deinem Pferd, dass sie erst 4 ist, weil sie ja, so brav ist. Ein kleines Baby, ja. Es ist trotzdem 2 Jahre, 2,5 Jahre Arbeit stecken jetzt dahinter. Ja. Ich meine, ich habe sie wirklich gekriegt, da hat sie eigentlich nichts können. In der 3. Folge mit Annika geht es darum, wie Katie als Jungpferd war und welche Probleme die beiden anfangs hatten. Falls ihr die anderen Folgen der Reihe noch nicht gesehen habt, schaut die auch gerne an und jetzt viel Spaß mit dem Video. Aber eingeritten hast du sie nicht selbst? Nein. Die ist eben dort, wo ich sie habe, von einem Bereiter eingeritten worden. Schon sehr bald, was für sie einfach nicht passt hat, weil sie da danke, Katie. Was einfach sie dann psychisch, habe ich das Gefühl gehabt, recht fertig gemacht hat. Eben, sie hat dann eben zum Steigen und alles angefangen. Und ich habe es teilweise auch gar nicht mehr aussuchen können, weil sie so, ja, trotzdem aggressiv war dann, einfach aus Selbstschutz und Angst. Und wie habt ihr das Problem dann gelöst? Ich habe damals dann eine Trainerin gehabt, die hat uns da sehr viel geholfen und ja, mit sehr viel Geduld. Und ich war natürlich in die Situation, wo sie dann gestiegen ist, sehr überfordert, weil da wird das Pferd doppelt so groß vor einem und das ist schon teilweise sehr beängstigend. Aber wenn man einfach auch dann mit der Zeit weiß, wie man umgehen sollte, weil Katie ist nie gegen mich gestiegen. Also sie hat jetzt nie ist gestiegen und hat gegen mich gehaut, das war gar nicht. Deshalb, es ist auch nicht gegen mich gegangen, aber es war einfach trotzdem, es hat nicht gepasst. Und wie gesagt, die hat mir da sehr schwierig da. Ich glaube, wenn man weiß, wie man da am besten umgeht und auf was da das Pferd am besten reagiert, dann kriegt man das auch in den Griff. Ja, das glaube ich. Ich meine, mir ist noch nie ein Pferd an die Hand gestiegen, zum Glück. Ja. Ich glaube, ich wäre total überfordert. War ich tatsächlich sagen. Das erste Mal. Also wir waren in der Halle, haben das Kompliment geübt tatsächlich. Und sie ist wirklich aus dem Nichts außer gestiegen. Also ich habe immer einen Fuß in die Hand gehabt, weil mein Kompliment und sie ist einfach gestiegen. Was da der Auslöser war, kann ich nicht sagen, aber da habe ich dann auch wirklich fast geweint, dann, weil ich einfach so überfordert war mit der Situation und ich das auch gar nicht verstanden habe. Hey, du schreckst dich dann natürlich, wenn du überhaupt nicht damit rechnest, weil du vorher vielleicht kein Pferd gehabt hast, das steigt das oder so. Die Beinreitbeteiligungen, die ich gehabt habe, waren beide sehr alt. Also alt jetzt nicht, aber 14 halt. Und sie waren einfach wirklich komplette Verlasspferde. Also da hat es kein Steigen oder sonstiges gegeben. Komplett anderes Alter halt. Einmal. Ja, und ich habe davor 4 ist jetzt. Ja. Ich habe sie mit 2 gekriegt. Und ich habe davor nie was mit einem jungen Pferd zum Tor gehabt. Deshalb war da das. Ich gehe mal weg von dem Hintern, wenn ich sie nicht kenne. Eine sehr Überraschung, wie dann plötzlich so ein junges Pferd zur Familie gehört hat. Ja, aber hast du noch so ein junges Pferd gesucht? Oder also unser Plan war, 6 bis 8 Jahre alt eingeritten und einfach schon Erfahrungen im Leben gemacht hat. Ich habe gesagt, wenn es gut geht, mindestens 1,50 groß, dass einfach von der Größe her passt. Und was ich eigentlich auch gesagt habe, dass wir wegen dem Wallach schauen, weil die ja grundsätzlich ein bisschen leichter sind und teilweise nicht so zickig. Geil, Katie. Und ja, ich wollte keinen Fuchs haben. Eine junge Fuchsstute ist es dann geworden. Ja. Naja, aber du hast sie angeschaut und es hat gepasst, oder wie? Nein, eigentlich gar nicht. Also sie ist ja da im Stall gestanden, wo ich meine Reitbeteiligung gehabt habe. Und ich habe es hin und wieder gesehen und habe immer gemeint, so ein süßes Pferd. Und ich habe es dann einmal putzen dürfen und langschieren. Also so eine Probe langschieren sozusagen. Und sie war, also es hat am Anfang nicht gepasst, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich komme mit so einem jungen Pferd nicht klar. Nur, ich weiß nicht, ich habe es dann halt nur mal putzt und nur mal. Und irgendwann hat es dann einen Klick gemacht. Und dann habe ich gesagt, habe mit Mama angerufen und gesagt, ich glaube, ich habe das Pferd gefunden, was passt. Und bereut hast du es aber nie, dass du so jung bist? Zwischendurch schauen wir ja, hin und wieder ja, aber im Großen und Ganzen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich mal wieder ein Pferd, also nur ein Pferd zu legen würde, würde ich mir wieder ein Junges holen, weil einfach trotzdem, es kostet da wirklich die letzten Nerven, die letzten. Aber einfach das gemeinsam Aufwachsen, dieses gemeinsame Erfahrung machen, das kannst einfach mit, also das ist einfach was ganz Einzigartiges, was ich finde. Was mit einem jungen Pferd natürlich dann nur schöner ist, wenn du wirklich sagst, du machst die ersten Erfahrungen gemeinsam. Das glaube ich. Aber so ein, also so, wenn du sagst, du willst wieder ein junges Pferd irgendwann, vielleicht nachher oder mit ihr, würdest du dann wirklich ein unangerittenes kaufen und mit einem Trainer gemeinsam den Schritt auch gehen? Katie, wir haben da nicht einmal was gemacht. ich glaube, ich würde mal wieder ein unangerittenes nehmen. Okay. Einfach, ja, weil man dann selber einfach auch
schauen kann, was passiert mit dem Pferd, weil es werden ja trotzdem sehr viele Pferde, gerade die dann von irgendwelchen Verkaufsstellen sind oder sonstiges, einfach aufgesitzt und kurz geritten, einfach das passt und die haben natürlich voll viele Pferde. Und ich kann nicht sagen, ich würde jetzt auch nicht keine Vorurteile sagen, weil ich glaube einfach auch, dass denen das Pferdewohl nicht unbedingt an erster Stelle steht, sondern einfach Pferde verkaufen. Ich meine, es gibt sicher in der Branche halt auch, es gibt gute und schlechte Händler und Züchter. Aber ja, es ist halt ein Business. Ja, das stimmt. Es ist halt ein Business. Das stimmt, genau. Was sehr schade ist, finde ich, weil es trotzdem Lebewesen sind. Voll. Und dann wird halt vielleicht ein bisschen eher aufs Geld geschaut, als dass man dem Pferd die Zeit gibt, sie zu entwickeln. Deshalb, es werden ja, immer wenn du gerade Western-Turniere anschaust, da rennen ja die Dreijährigen sehr oft schon. Werden die so früh angeritten? Ja, Western-Pferde sind immer, gibt auch wieder zwei Seiten, gell, das ist natürlich immer, aber Western ist da schon sehr Ding. Und aber wenn man so im Englischen merkt, letztes Mal habe ich auch wieder ein Video gesehen, ich glaube, der war 5 oder 6 Jahre und ist da wirklich piaffiert und Galopp-Piorette und alles. Und das ist halt dann, das ist halt die Frage, okay, wie hat das Pferd das gelernt? Ich denke mir, da gehören unglaublich viele Muskeln dazu. Mhm. Und oft werden ja jetzt solche gerade hohe Dressurlektionen, gerade Piaf zum Beispiel, schon falsch ausgeführt, weil grundsätzlich sollten sie auf die Hinterhand sitzen und auf der Hinterhand das Ganze machen. Aber oft ist halt jetzt nur mehr Fürs heben und so hoch wie möglich heben, dass es schön ausschaut so in der Art. Ich glaube, das. Und da geht es halt um schnell lernen und das Ganze. Hello! Das Ganze einfach schnell eben. Einfach, ja, dass das Kindern so quasi. Ja. Und das kann dann halt natürlich nette Qualität haben, als wenn du dem Pferd die Zeit gibst, das zu machen. Sicher, manche brauchen mehr Zeit, manche weniger. Katie ist ja sehr Spätzündler, also die hat ja sehr lang ausgeführt. Also die war sehr lang folig, sage ich mal, ein sehr langer Baby. Und jetzt wird es gerade zum Pferd, sage ich mal. Das heißt, jetzt fängt es an, dass sie bemuskelter wird. Genau, und das ist halt trotzdem. Also sie hat schon generell von Haus aus recht viel Muskeln immer gehabt, also gerade halt. Ja. Aber ja, jetzt, man merkt es auch, finde ich, so von der Art her, wie sie jetzt Ding. Ja, dass sie einfach groß wird. Das kleine Baby. Okay. Weil ich finde es so schlimm, weil wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, wie ich es gekriegt habe, denke ich mir, die war so ein Baby und selber merkt man das gar nicht, wenn die groß wird. Ja, das glaube ich, weil du es jeden Tag oder fast jeden Tag siehst und einfach immer mit dir zum Tun hast und dann brauchst du wirklich so Vorher-Nachher-Bilder oder Videos, dass du wirklich sagen kannst, das ist weitergegangen. Ja. Ich meine, ich finde das auch so cool, wenn man es jetzt vom Reiten oder whatever, oder Bodenarbeit halt mal, wenn man anfängt, ein bisschen filmt, ein bisschen mitdokumentiert und das dann halt nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wieder anschaut und vergleicht, da sieht man dann die Fortschritte. Das und stimmt, auch wenn man manchmal dann so zweifelt und sich denkt, es geht nichts weiter, dann muss man die anschauen, weil dann sieht man es. Das stimmt, also das ist wenn man eben drüber nachdenkt, wenn man was nicht denkt, denkt man sich, was macht man falsch, aber wenn man sich dann wirklich denkt, okay, was haben wir schon geschafft, was haben wir schon gemacht, dann ist das eigentlich schon, dann kann man wirklich eigentlich stolz sein drauf, sage ich mal, was man da schon erreicht hat. Und ich denke mir da, ich bin da genauso, dass ich mir denke, wieso geht es jetzt nicht, mache ich was falsch oder sonstiges. Aber wenn man sich dann eben die Videos wieder anschaut, wo man sagt, okay, wie war es wirklich früher, wie macht sie das jetzt, dann ist das eigentlich echt ein Fortschritt. Und dann sage ich, ich bin dankbar, dass wir das schon geschafft haben und das andere wird auch noch klappen, weil nicht alles auf Anhieb geht. Ja, es funktioniert nicht von vorn. Also es funktioniert nicht immer alles sofort. Das stimmt. Und dann einfach, manche man merkt dann Zeit. Gar nicht, wie es dann auf einmal anfängt zu funktionieren. Von einem Tag auf den anderen geht es dann. Und man weiß nicht, was man anders macht. Das stimmt. Oft ist es also, was ich merke, wenn wir sagen, wir lernen was Neues, wir üben das an einem Tag, wo es noch nicht perfekt klappt, natürlich da immer sozusagen, da zeige ich sie einfach. Und am nächsten Tag dann macht sie irgendwie einen Klick und am nächsten Tag teilweise kann sie es dann, also versteht sie es. Also oft ist es eben so, an dem einen Tag zeige ich sie und sie versteht es nicht. Ja. Und am nächsten Tag versteht sie es dann. Also das ist voll witzig bei ihr, dass sie da so, ich glaub, diese Pause und diese Verarbeitung. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, sie brauchen teilweise auch Zeit, das ganze Gelernte zu verarbeiten. Ja, und das glaube ich auch. Dass sie das dann eben besser hinkriegen. Das Ding ist, bei ihr ist es ja so, wenn man es mit ihr einmal ausgemacht hat, dann passt es eigentlich eh. Es ist teilweise nur eben zwischendurch, dass so deppert wird. Aber sie wird dann nicht gefährlich, oder? Nein, war noch, also wenn ich oben gesessen bin, war noch nie was. Okay. Hoffen wir, dass das so bleibt. Und hoffentlich. Naja, das ist immer ein gutes Zeichen, dass sie nicht gegen die geht, sondern nein, das tut gegen irgendeine Situation. Da. Das war es aber eigentlich auch, dass das nicht geht, dass sie da gegen mich geht, weil das einfach halt echt gefährlich werden kann. Ich vergiss das irgendwie immer bei deinem Pferd, dass sie erst 4 ist, weil sie
ja, so brav ist. Ein kleines Baby, ja. Es ist trotzdem 2,5 Jahre Arbeit stecken jetzt dahinter. Ja. Ich meine, ich habe sie wirklich gekriegt, da hat sie eigentlich nichts können. Also führen ist gerade halt gegangen, Hufe hergeben, das war aber nur Challenge. Okay. Ja, und das haben wir uns jetzt dann alles mit Trainern und viel Lesen und alles haben wir uns das jetzt erarbeitet. Wie bist du drauf gekommen, dass du jetzt Instagram startest? Schau, das ist in den Sonnenuntergang im Wasser zu galoppieren. Da mag ich mit dem Handy zwar nur aufgenommen, aber das war ein absoluter Traum. Ja, alles Mögliche, das war so viel Arbeit und das ist tatsächlich nicht so gut gegangen. Ja, gerade so Trends und manchmal schon so, dass man schon 100 Mal gesehen hat. Ja. Und dann sieht man es und dann schon wieder das und ja, weiter gewischt. Das stimmt, das stimmt.